Wir waren beim Innenausbau der Flügel. Ich habe mir Gedanken gemacht. Ich habe jetzt eine grobe Idee, wo die Reise hingehen soll. Als erstes werde ich hier mal Fußboden malen. Und dann könnten wir uns hier um den Schwerkraftgenerator als allererstes mal kümmern. Da werde ich einfach mal Glas drumherum bauen. Einfach weil wir es können und weil es Struktur gibt und weil es möglicherweise am Ende schön aussieht. Zwei. Nee, will ich so nicht. Außen, ja. Eins, zwei. Eins, zwei. Eins, zwei. Eins, zwei. Brauchen wir eine durchsichtige Scheibe. Dann brauchen wir hier eine Schräge. Dann brauchen wir hier durchsichtige Scheiben. So, jetzt müssen wir es anhübschen. Hier brauchen wir ein L. Ein L. Nee, aufstellen erstmal. Dann nehmen wir hier ein L. Und dann fehlen uns hier die Pennüppel. Na? Krach mit meinen Fingern, frühen Morgen. Und dann nehmen wir eine Scheibe. Wo ist sie denn? Mit einem Pinöppel und ohne Rahmen. Und dann könnten wir da eine Tür anbauen. Ja, da können wir eine Tür anbauen. Automatiktüren gepanzert. Und die gibt es hier ja in Diagonal nicht. Zentriert. Ecktür. Sehr schön. So, Schritt 1 haben wir. Dann brauchen wir einen Pinsel. Den Boden malen wir grün. Einfach so, damit er grün ist. Wir malen den Boden grün. So, er ist grün. Die Tür, okay. So, das ist für den Anfang nicht schlecht, aber mich befriedigt es halt mal gar nicht. Ich setze hier mal ein Combat Steel Block ein, dann ist dazu und wir können es schön anmalen. Jeden Fall kann man es schöner anmalen als die anderen ganzen Xenoblöcke. Nee, das Fenster anmalen will ich nicht. Ja, das ist so grob die Richtung. So habe ich mir das vorgestellt. Das haben wir hier einen schönen Abschluss mit dem Fenster.
Hier können wir Verkleidung einziehen. Und da das ja wirklich nur reine Optik ist, das ist nicht tragend und überhaupt gar nichts, werde ich das sogar noch einmal runtercraten, um zu sparen. Die Wand hier ist eigentlich die Innenwand auch. Keine allzu traglastige Konstruktion. Das hier oben ist selbstverständlich die Decke. Nicht modifizierbar, denn die will ich stabil halten. Das ist Außenwand, das möchte ich auch nicht unbedingt so, aber wir können ja hier schon nochmal das Fenster gegenmalen. Das passt so nicht. Aha. So, und dann malen wir den Xeno an. Weiß ich noch nicht so genau. Symbole. Nicht das, was wir bräuchten, aber wir können's. Schwerkraftgenerator. Na komm. Ich kann mich nicht bewegen ohne Schwerkraftjetpack anmachen. Ist sichtbar, oder? Absolut. So, die Tür, den Durchgang vielmehr. Texturen, da habe ich ganz gewöhnlich hier oben eine Lüftungsanlage drin. Dann tackern wir hier wieder in einem helleren Grau. Möchte ich die Verzierung oben oder unten haben? Ich kann sie ja immer noch umdrehen. Nee, das ist langweilig. Hier im Prinzip könnten wir da genauso spielen mit der Optik. Jetzt drehen wir das.
Den Boden, den malen wir auch gleich mal an. Wirkt das doch schon viel anders da. Decke, klar, die ist und bleibt Xeno. Mal überlegen, was ich mit dem Xenostall da hinten mache, ob ich die auch upgrade. So, dann wollte ich das hier wieder rausmachen. Hier zumachen, weil ich halt einfach sicher sein möchte, dass die reparieren, dass die Schubdüsen, wenn die explodieren, sich nicht gegenseitig explodieren. Da will ich einfach Xenostahl wieder reinmachen. Wenn die Schubdüse explodiert, die hintere, da kommen wir halt einfach nicht dran, dann ist das so. Dann steigen wir halt aus und fliegen dahin. Ist das halt in Gottes Namen so? So, aber hier habe ich eine Idee. Na, also lande doch. Und zwar, das ist ja nur Aufbau und den können wir natürlich downgraden. Denn wir haben hier ja die Xenostahlblöcke und die schwere Tür. Hier ist auch alles richtig gepinselt. Jawohl, ja. Dich kriege ich nicht noch dunkler angemalt, ha? Nee, schwärzer wie schwarz geht nicht. Aber da könnten wir ja theoretisch. Die Textur in Grau drauflegen. Jetzt sieht das schon fast aus wie gewollt. Ich krieg mal nicht grün leuchtend, ich krieg mal nur grün angemalt. Na, dann ist das halt so.
So, warum das da steht, weiß ich nicht, aber es steht da halt. Ich denke mir was aus, warum es da stehen muss. Und jetzt können wir natürlich. Ich habe eine geniale Idee. Und zwar die ganzen Wartungsschlitze hier, die könnte man natürlich zumachen. Und können natürlich hier. Sieht, ich habe hier einfach Verkleidung ganz frech drauf genagelt. Das liegt einfach daran, dass ich den Xenostall hier unbedingt behalten möchte, weil das hier direkt vorne die Nase ist und ich da eine gewisse Durchschussgefahr habe. Denn hier außerhalb sind ja direkt die Geschütze. So, kompletter Block. Nein, ist kein kompletter Block. So, hier wollte ich zumachen. Und hier können wir aufmachen. Nee. Ha, da. Hier ist eine Kurve. Hier ist ein um die Ecke rum. Okay, dann machen wir den hier weg. Und machen hier eine Ecke rein, schlicht und ergreifend. Und jetzt hätten wir hier einen Eingang, den wir nutzen können. Leiter dran. Rolltor. Und jetzt wird das Ganze hier auch mal wieder bepinselt. Fußboden. Das ist der richtige. Und habe ich meine Revisionsluke und nicht ganz so viele An- und Ausgänge und hier guckt man ja auch dann rein und raus. Da möchte ich natürlich eine Leiter dran haben. Dann brauchten wir hier die Endstücke dran lackiert. Nö.
Augen aufmachen, Ziele. So, die Leiter, die wird grün. Einheitsgrün und die Sprossen, die werden geriffelt. Schon Dreieck. Ist es nicht gar so eng da drin am Eingang? Na? Ja, gar nicht mal so schlecht. Was ist denn mit dem Bodenblech? Das stimmt jetzt auch. Die Revisionslupen zu den Lampen, respektive Geschütze. Die können wir hiermit anpinseln. Legen wir die Lampen auch grün. Vielleicht mal ist auch wieder schwarz, ich weiß es nicht. Fertig. So, jetzt brauchen wir noch Wände und Decke. Wir falsch lackiert. So ganz. Stört mich jetzt, dass das einen leichten Grünstich hat? Eigentlich nicht. Oh, nee, 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 nee. Fuba. Dürfen wir jetzt nicht so gießkannenprinzipiell vorgehen, prinzipiell, weil sonst tun wir uns unsere Stromdinger da wieder weg. So übel ist das gar nicht. So, jetzt haben wir hier unsere Revisionsschächte. Ich male mal noch dunkel an. Der Boden stimmt hier noch nicht. Stimmt, wie du es drehst und wendest nicht. Na, meinetwegen. Aber der Farbton ist auch falsch. Ach, so übel ist das gar nicht mal. Das gefällt mir halt überhaupt nicht, ne, mit dem Xenoblock. Überhaupt nicht. Was macht man denn alles für die Optik, ne?
Was wir da reinmachen, weiß ich noch nicht. Die Wand können wir allerdings anmalen. Ich wollte es zwar andersrum haben. Aber nur gut. Eigentlich, ne? Decke Xeno hieß es. Lieber Zieler. So, und dann könnten wir ja diese Dinger hier rausrupfen. Und die Dreiecke mit der Nase dran machen. Und dann hängen wir da die Verkleidung drauf. Schon ist das anmalbar. Passt das wieder nicht. Das mit der Schiene hier mag ich aber auch nicht. Die gehört da einfach nicht hin. Decke. Einheitsgrau. NATO-Grau. Nach sowas. Ach, ich glaube, das war die eine Rampe, die da drin versteckt gegangen ist, gell? Stellen wir irgendwas davor. Da hätte ja eigentlich ein voller Block hingesollt. Die Sünden sieht man sofort. Doch hier können wir jetzt wieder schön pinseln. Wenn wir immer schön brav Tonnage einsparen, können wir da auch halt auch mal ein bisschen der Optik wegen Tonnage drauflegen. Gefällt mir mal überhaupt gar nicht. Das leuchtet mir da ein bisschen zu hell, um
obwohl sich das hier ja wieder spiegelt. Das ist mir zu viel Geleuchte, wenn ich ehrlich bin. Ja. Noch nicht perfekt, aber besser. Langsam aber sicher wird's anschaubar, würde ich sagen. Lüftung. Dann hier von neuem. Da könnte man natürlich auch mal mit dem hier oben können wir das Kabel reinmachen. Das Ding braucht ja auch Strom. Das Ding braucht Strom. Was mache ich hier? Ich habe keine Ahnung. Denke ich mir was aus. Ist das nicht widerlich? So passt's. Immer noch nicht. Ich verstehe nicht, warum die da immer so die Texturen verdreht drauf getackert haben. So vielleicht. Hier passt's. Hier passt's. Hier passt's nicht. Mal drehen. So, jetzt müsste es passen. Zack, zack, ja, zack, zack. Tak, tak. Ja, so rum ist es richtig. Wird auf jeden Fall schicker so langsam. So, macht man hier noch eine Glaswand rein. Sperrt das hier ab. Macht irgendwas an Maschinerie da rein. Oder... Oder... Ich weiß nicht, was ich damit mache. Ich denke drüber nach. Ihr wisst ja, ich und Kreativität ist manchmal nicht unter einen Hut zu bringen.
Da hatten wir oben Strom, gell? Da werden wir jetzt gleich dasselbe Phänomen wieder bekommen. Dass die Platten wahrscheinlich nicht passen. Nee. Lüftung. Da ist es egal. Haha. So, hier setzen wir den Computer rein. Irgendwie müssen die Schubdüsen ja auch gesteuert werden. Halt. So, den Computer haben wir hier. Den Seiten können wir es eigentlich lassen, wie es ist. Decke. Wieder NATO-Grau. Hier. Fällt mir nichts Besseres ein. Die hatte ich allerdings mit der Textur. Aber ich denke, so sieht es doch viel geiler aus. Das sieht so wirklich aus wie eine Kanone. Okay, und was machen wir da mit dem Zwischenraum? Verkleiden? Ja, nein. Kann ich nicht verkleiden, weil hier ja schon Zinnober steht. Okay. Könnte man natürlich auch eine Doppelplatte einbauen und nur einen einfachen Rollladen. Dann wäre das Thema auch erledigt. Da haben wir doch Doppelplatten. Na, kommen wir da an die Schubdüsen ran. Und hier haben wir halbwegs anschaubar. Halbwegs, wie gesagt. Ja, halbwegs anschaubar lackiert. Die Türme hier sind nicht ordentlich lackiert. Ja, wie auch immer du sie nennen möchtest, Hohlräume. Machen wir genauso. Machen zuletzt. Noch ein Stück. Nee, die Ecke rein. Das sind wir in der Ecke. Eins. Zwei. Die haben wir vergessen. Denn das Muster haben wir auch hier noch mal. Und dann hätten wir hier das gleiche Thema.
Passt irgendwas überhaupt gar nicht. Hier muss man auch noch lackieren. Ich frage mich, was ich mir da gedacht habe, dass ich da Rampen reingebaut habe. Wahrscheinlich habe ich mir nichts dabei gedacht. Wäre ja nicht das erste Mal. Ah, du bist noch. Ja, jetzt haben wir hier Kompostil, okay. Ach, das waren die Außenwände, gell? Ja. Ich verstehe. So. Angemalt ist. Da fehlt ein ganzer Würfel. Na, da. Wie das drehst, ist egal. Da sind wir wieder mit dem Stück Lack. Die Schubdüse will natürlich in der Farbe erstrahlen. So, das ist die letzte Kammer. Vier Düsen sind's. Viermal haben wir gemalt. Müsste sich's hier ausgehen. Natürlich wollt ihr von den Boden nicht vergessen. Zielers Spezialität. So, das passen.